So, frisch ausgeruht und größtenteils hochgeheilt. Jair hat übrigens noch ein Level abbekommen, zwischendurch von den Zufallsereignissen. Dann schauen wir doch mal. Druide Stufe 7. Bitte, bitte neue Heilungszauber. Yes! Wie viel macht er? Schwere Wunden heilen. 2W8 plus 1. Was haben wir noch? Schutz vor Strom. Gift neutralisieren, Monster beschwören und Verteidigungskoordination. Verteidigungsbonus gegen physische Sachen. Plus 2 zur Rüstungsklasse. Na gut. Aber ja, die Heilungszauber sind wesentlich besser. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Und jetzt schauen wir uns mal die Tür da an. Oh, was bist du? Du bist ein Schwert. Das sieht sehr verdächtig aus. Durlaks Stolz. Dies ist ein Monument zur Erinnerung an den Zwergenhelden Durlak. Es ist ein Schwert, das tief in den Fels gerammt ist und nicht herausgezogen werden kann. Okay. Aber man kann mit ihm reden. Gucken wir mal. Girogon. Unser Ritter mit reinem Herz, vielleicht kannst du das Schwert hier aus dem Stein ziehen. Nö, kommst nicht ran. Das ist jetzt irritierend. Schmeiß mal ein paar magische Geschosse drauf. Nö, geht nicht. Tulaks Stolz hat Magie widerstanden. Komisches Ding. Na gut. Gehen wir mal weiter. Besser immerhin gehen wir weiter. Eine Kreuzung. Keine Fallen. Das glaube ich doch wieder nicht. Was haben wir hier? Eine Lesestube. Und Durlok zog durch die Trollberge und tötete alle üblen Monster. Aber wo ist der Anfang? Du bist der Anfang? Wie ein leibhaftiger Gott des Kampfes trat Durlak gegen die Drow an und brachte Tausende um. Das wird wohl übertrieben sein. Wisse Was? Oh, durch das Lesen haben wir wohl was ausgelöst. Ihr habt meine Taten zum Glanz erhoben und mein Schwert leuchtet nun voller Stolz. Okay. Können wir jetzt mit dir reden? Nö. Erfährst ist eins von den vier Sachen, die man machen muss, um in die nächste Ebene zu kommen. Und noch eine versteckte Tür. Ich glaube langsam, es gibt hier mehr versteckte Türen als normale. Was haben wir hier? Eine Rumpelkammer. Eine Harfe, eine Büste. Was sind das? Sieht aus wie tibetische Gebetsrollen, aber. Oh, ein Gong. Damit können wir vielleicht einen von den Zwergen aufwecken. Eine offene Wunde im Antlitz Ein der reich verzierter Mutter. Gong. Der Wenn Gongschlägel ich könnte, fehlt. würde ich sie stopfen. Okay, wir brauchen Gongschlägel und wir brauchen einen Hebel. Vielleicht können wir den Hebel auch kurzfristig als Gongschlägel benutzen. Mal gucken. Ein Schachbrett. Eine Statue von Helm. Na gut, weiter. Suchen. Obwohl, ne, gehen wir kurz da unten in den Raum, dann haben wir den ganzen unteren Bereich hier schon mal abgedeckt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Folgen wir in diesem Turm verbringen werden. Mindestens so. Ah! Mindestens keine mehr, wenn wir alle sterben. Ja, etwas Unnatürliches geht hier vor, richtig. Feuerbälle kommen aus den Wänden. So, Haste. Das ist nämlich wieder so ein böses Skelett. Also, garstig böse nicht. Böse, böse. Platz machen. Und alle rauf da. Und du heil mal immer. Oh,
4000 Erfahrungspunkte. Bald ist es soweit. Bald hast du auch dein Level up. Und dann ist die Frage, ob die Levelgrenze noch aktiv ist. Weil ich habe hier den Ease of Use Mod installiert, mit dem wir jetzt die Pfeile so hoch stacken können. Und ich glaube, der hebelt auch das Level Cap aus. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Was natürlich ganz praktisch wäre, dann könnten wir für Baldur's Gate 2 schon mal ein bisschen vorsparen. So, du nimmst mal das Zweihandschwert mit. Oh, noch eine Spruchrolle, die Düne hier bestimmt nicht lesen kann. Doch, Unauffindbarkeit. Toll, wenn wir uns mal unsichtbar machen würden, können wir jetzt nicht mehr gefunden werden. Und das E-Level 3. Na gut. Emoren, guck nochmal an der Falle. Ich glaube, da war eine Feuerballfalle. Aber die wird auch nur ein Weg gewesen sein. Obwohl die Blitzfallen oben waren ja auch mehr Weg, was mich recht irritiert hat. Ja, speichern wir nochmal ab. Emoren. Ein paar Schritte vor. Und warten. Schon mal zwei Schränke mit Fallen. Okay. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Ich glaube, ich muss eine extra Liste anfertigen. Also ich habe ja schon eine Liste mit Dingen, die noch zu erledigen sind. Sowas wie die Tasloyer Mantelwald und so weiter. Aber für den Turm brauche ich, glaube ich, eine extra Liste nur für Fallen, die wir nicht entschärfen konnten und Kisten, die wir nicht öffnen konnten. So, da geht's zurück in den Bereich, den wir schon kennen. Das ist also egal. Gucken wir noch kurz da rein. Und Feuerball. Nee. Oh, was haben wir denn hier? Kaputte Waffe. Ist das jetzt nur zu Deko-Zwecken oder brauchen wir die vielleicht für einen der Zwerge? Nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Trank der Freiheit. Ne. Ist egal. So, dumm, 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 dumm. Aber ja, von dem ersten Untergeschoss. Ne, das zweite Untergeschoss. Das erste war das oben mit dem Brunnen. Zweites Untergeschoss haben wir schon so. Ich würde mal sagen, die Hälfte haben wir fertig. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Und bisher war es ziemlich garstig. Allein die Skelette waren schon übel. Von Feuerball fallen ganz zu schweigen. So, dumm, dumm, dumm. Emon sollte immer noch vorgehen. Ganz schön langer Korridor. Perfekt für eine Blitz. da war eine Schnellspeicherung, ja. Das denkt man sich gleich so. Oh, so ein schön langer Gang. Einmal ein Blitzstrahl lang, dann wird die ganze Truppe getroffen. Und was passiert? Genau das. So. Da unten war die kaputte Waffe. Die nehmen wir mal mit. Nur für den Fall. Dann gehen wir wieder oben lang. Ach ja. Ja, ich bin jetzt recht schmerzfrei, was das Neuladen angeht, wenn einer stirbt. Denn den Trip in die Stadt und zurück möchte ich mir und euch nicht unbedingt jedes Mal wieder antun. So. Hier war irgendwo eine Falle. Such mal. So, da war das Schwert, das glüht inzwischen. Hier wurden wohl die übertriebenen Taten dargestellt. Aber er war ja auch verrückt, das ist egal. Hier brauchen wir den Gongschlegel. Hier sind nur jede Menge Hämmer. Hier ist die Maschine, will den Hebel brauchen. Und irgendwo, genau, hier ist die Weinpresse, die noch nicht läuft. Gut. Du hast immer noch keine Falle gefunden? Doch, da. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Okay, andersrum. Allesamt da lang. Im Gänse... Oh, wo kommt ihr denn her? Zombies, nein. Ihr habt mir bestimmt oben bei dem doofen Bauern gefehlt. So, da weiter. Und alle schön zusammenbleiben. Nicht auf eigene Faust einen neuen Weg finden. Das klappt nie. Oh, Kirogon hat schon gemacht. Ah. Hier unten ist es echt tödlich, sowas zu machen.
Aber naja, Intelligenz 11 und so. Au, 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 was zur Hölle? Und sterben alle? Nee, Düner hier hat überlebt. Oh. Ich dachte, ich war hier schon. Also, der langsam richtig peinlich. So, also. Immerhin, geh da runter und hol die Waffe. Da war die drin. So, und jetzt gehen wir nicht da oben lang, weil wir schon wissen, dass da eine Falle ist, die wir nicht entschärfen können. Jetzt gehen wir hier lang. Oh weia, dieser Turm ist echt garstig. Also wenn man wirklich ein Hardcore-Rollenspieler wäre, dann würde dieser Turm einen zur Verzweiflung bringen. Sterben die Charaktere ja links und rechts weg. So, da oben konnten wir nicht durch, weil da ganz viele Fallen waren. Schauen wir doch mal kurz. Wow. Ja, jopp. Okay. Keine Heilzauber mehr. Na gut, wir gehen nicht da lang. Und meine Hand ist jetzt auf dem Pause-Button, falls jemand einen neuen Weg finden will. Nein, da lang. Nein, da lang. Nein, da lang. Boah. So. Geht's hier überhaupt zurück? Ja. So, und hier ruhen wir uns jetzt aus und hoffen mal, dass die neue Heilung das hält, was sie verspricht. So. Bitte kein Zwischenfall. Schön, schön. So, eine schwere Heilung auf, nicht unbedingt auf den Magier. Mach mal auf den Minz. 35 hat er.